Zürich erfüllt sich am Jakob Sens im Traum. Er wird zum Dichter. Voller Hoffnung tritt er 1856 seine Stelle im Antiquariat Siegfried an. Es befindet sich im sogenannten Konstanzer Haus an der Oberdorfstrasse Nummer 8. Als Buchhandelsgehilf lebt der Jakob Sen jetzt plötzlich im Bücherüberfluss. Am Predigerplatz bezieht er ein Logis. Bei der Witwe Sigrist im Haus Nummer 14. 8 Franken zahlt er pro Woche für Kost und Logis. 60 Franken verdient er im Monat. Der Jakob Sen ist jetzt 32. Er unternimmt den letzten Versuch, seine religiösen Verse herauszugeben. Er trifft sich mit der christlichen Dichterin Meta Häuser-Schweizer. Auf dieser Fotografie aus dem Jahr 1852 sitzt sie rechts. Sie ist Mutter von der Schriftstellerin Johanna Spiri, links im Bild. Die Meta Häuser ermuntert ihn zur verstreuten Publikation in geeigneten Zeitschriften. Der Jakob Sen lässt Zach daraufhin ganz auf sich beruhen. Jetzt wendet er sich als Dichter ganz der Welt zu. Im Verlag von seinem Prinzipal Siegfried erscheint 1858 am Jakob Sen sein erstes Buch. Der Gedichtband «Bilder und Ansichten von Zürich». Der Jakob Sen ist jetzt 34. Er besingt das Leben in der Stadt in einer Reihe von heiteren Momentaufnahmen, die viele literarische Bezüge aufweisen. Der Platzspitz am Zusammenfluss von Limmat und Ziel ist für Jakob Sen ein Ort der Erholung, aber auch ein Ort der Dichterverehrung.